Herzlich willkommen und einen gesegneten vierten Advent hier bei der Christophorus Kirchengemeinde in Lage und zu dieser digitalen Andacht. Heute haben wir die vierte Kerze an unserem Adventskranz entzündet und gehen weitere Schritte hin zu dem Fest, was uns am 24. und 25. Dezember erwartet und uns zusammenbringt. Nicht unbedingt physisch in diesem Jahr, doch gerade im Geiste, in den Gedanken zueinander und mit einem Blick zum Nächsten. Das vierte Licht, tragt es hinaus in die Welt und sagt es allen weiter, fürchtet euch nicht. An diesem Sonntag habe ich uns Gäste eingeladen. Gäste, die von ihren Häusern aus in eure Wohnzimmer wundervolle Klänge bringen wollen. Und ich lasse sie mal sprechen. Hallo. Mein Name ist Franziska Hiller und ich bin ein Fünftel der Damen und Herren Dafke. Normalerweise singen wir Lieder und Chansons aus den 1920er Jahren, aber dieses Jahr ist nun mal eben alles anders als sonst. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute vier Adventslieder für Sie singen, die unter besonderen Umständen entstanden sind. Denn gerade können wir uns nicht treffen, um gemeinsam zu musizieren, und so hat jede seine Stimme zu Hause alleine eingesungen und wir wurden erst nachträglich zusammengesetzt. Also praktisch einsam und jetzt doch gemeinsam. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anhören der Musik und wir wünschen Ihnen wunderbare Weihnachtsfeiertage. Es wird ein anderes Weihnachten, aber wir hoffen, dass Sie sich trotzdem richtig schön machen. Alles Gute! Tochter Das Segel ist in dir.
Der vierte Sonntag im Advent, 4, die Zahl der Vollständigkeit, die letzte Woche vor dem Weihnachtsfest bricht an. Und diese Woche steht unter dem Vers aus dem Philipperbrief, der einen großen O-Ton anstimmt. Einen großen Oberton, einen Unterton, einen Nebenklang, einen Hauptklang, einen Weltengesang. Freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Wenn wir auf dieses Wort hören und alles andere vernachlässigen, wie sprechen dann heute Menschen von ihrer Freude? Wo liegt der Grund ihrer Freude? Was bringt sie zum Leuchten? Dem gehen wir mit Jamal, Malik und Lisa nach und schauen mal, was sie zu sagen haben. Anna ismi Jamal. Na, maza ta'anini kilimat al-farah? كلمه الفرح تعنيني مثلا اليوم انا لعبت مع الاطفال لما حد يلعب مع الاطفال ويحس بالفرح مع الاطفال يعني تنسى اي شيء لما تلعب مع الاطفال وماذا تعنيني وماذا اشتاق اكيد لامي انا موجود في المانيا عايش لحالي اشتاق لامي لاخواني لاصحابي بس كده يعني السلام عليكم انا اسمي مالك واليوم حابب جاوب على الاسئله تبعت يوهنس السؤال الأول إنه شو بخليك سعيد هون بألمانيا اللي بخليني سعيد هو إنه زوجتي جنبي إجت من سوريا وجبنا بيبي صغير وخلصت الأوس بيلدون تبعي وحاليا عم بشتغل بالألتم فليجا فاخكرافت وهذا الشيء كتير بيسعدني. السؤال الثاني شو اللي بخليك تضحك وقت بتطلع بأنوسي ابني أنس ستيفان هذا الشيء بخليني كتير بضحك صح؟ هاتي والسؤال الثالث هو شو اللي بيشتاق له؟ طبعا كل واحد مختلف بيشتاق لأهله ووطنه وهذا أكثر شغلة تحز على قلبه. Was mich in dieser Zeit zum Leuchten bringt, ist die weihnachtliche geschmückte Umgebung im Dorf, sowohl auch zu Hause und das friedliche Beisammensein mit der Familie. Also was mir dieses Jahr ganz stark fehlt, ist der Weihnachtsmarkt. Ich liebe es, wenn ich mit meiner Familie oder mit meinen Freunden dort die Zeit verbringen kann und wir Spaß bei den ganzen Fahrgeschäften haben. Was ich ebenso vermisse, ist natürlich das uneingeschränkte Leben. Die Weihnachtszeit ist für mich eine besondere Zeit, denn worauf ich mich immer wieder freue, sind die leckeren Plätzchen von meiner Oma. Ich in der Zeit anderen immer wieder eine große Freude mit Geschenken machen kann und ich zu der Zeit Weihnachtsfilme gucken kann, sowie auch Weihnachtslieder singe. Was mich sehr freut, ist, dass wir trotz der momentanen Situation alle ganz zufrieden sind und dass es mir gut geht, sowie auch meiner Familie und dass wir trotzdem ein schönes Weihnachtsfest haben werden. Nicht nur in der Weihnachtszeit, dass ich Freunde habe, die immer für mich da sind und die mich unterstützen, ob in guten oder auch in schlechten Zeiten, sowie meine Eltern, die alles dafür geben, dass es mir gut geht und dafür bin ich sehr dankbar. Als Kirchengemeinde haben wir versucht, in den letzten Wochen und Monaten auf unterschiedlichen Wegen Kontakt zu den Gemeindegliedern zu halten, zu den Menschen, die uns nahestehen. Seit dem 1. Dezember verteilen ehrenamtliche Sterne, die von ganz bastelbegabten Menschen gebastelt worden sind, Sterne in die Haushalte verschiedener Dörfer. Jeden Tag ein anderes Dorf, jeden Tag ein anderer Briefkasten, in dem ein Umschlag liegt. Ein Versuch, mit den Menschen Kontakt zu halten und ihnen in dieser kalten Jahreszeit ein Leuchten in die Häuser zu bringen. Die Menschen meldeten sich zurück, bedankten sich, trugen den Stern von Bethlehem in ihrem Herzen weiter, jedenfalls vermute ich das mal. Und gerade vor 2 Tagen nahm ich mit einem Gemeindemitglied aus dem Hohen Sprenzer Bereich ein Video auf für den Heiligen Abend und auch dort öffnete sich der Briefkasten und ein Umschlag lag darin. Und sie erzählte mir und machte es mit ihren Händen deutlich, wie sehr es sie in ihrem Herzen erfreut hat, gut getan hat, um am Abend nach einem langen Arbeitstag, an dem bei Arbeitsbeginn und bei Arbeitsende die Dunkelheit vorherrscht, dass sie dort dadurch zur Ruhe gekommen ist, sich beschenkt gefühlt hat und dass sie Freude empfunden hat. Wie die Sterne in diesen Tagen einen Weg zurückgelegt haben, so stehen wir an diesem 4. Advent an der Schwelle zum Weihnachtsfest, was in diesem Jahr so anders, so neu, so entdeckenswert ist. Wir sind einen Weg gegangen, der hineinmündet in das Erwarten auf das Kommen von Jesus.
Freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Gleich zweimal fordert Paulus die Philipper auf, sich zu freuen. Mit Nachdruck formuliert dies Paulus. Doch in dieser Zeit fällt das wahrscheinlich vielen besonders schwer. Wenn Besuche bei guten FreundInnen oder die warme Umarmung bei den Großeltern ausbleibt, wenn der Sieg seiner eigenen Sportmannschaft nicht ausgelassen gefeiert werden kann, wenn die Honorare für einen Workshop nicht auf dem Konto sichtbar wären, wenn im Krankenhaus Menschen, die einem nahestehen, gegen das Virus kämpfen bzw. durch andere Krankheiten an das Bett gebunden sind oder wenn die Familie ganz unerreichbar weit weg ist. Freude ist eine Lebenshaltung, die mit Gutem rechnet und sich überraschen lässt. Es stellt sich also nicht einfach von außen angeleitet ein. So, es kann nicht von außen befohlen werden. Was Paulus hier meint, ist offensichtlich nicht einfach die gute Laune eines lebensfrohen Menschen. Im Gegenteil, diesen Aufruf, den Paulus verschickt, kommt aus dem Gefängnis. Vermutlich war er in Ephesus in Gefangenschaft geraten und schreibt von dort an die Gemeinde in Philippi. Und es war nicht klar, wie der Ausgang des Prozesses sein wird, und er rechnete mit dem Schlimmsten. Und das macht schon deutlich, dass der Grund seiner Freude eigentlich ganz woanders liegen muss. Freut euch im Herrn. Außerhalb eines selbst und erst recht außerhalb einer ganz persönlichen momentanen Lebenssituation liegt der Grund der Freude, den Paulus in dem Brief in den Blickpunkt drücken möchte. Wir sind angehalten, auf den Grund unseres Glaubens zu schauen, auf Jesus Christus. Freut euch im Herrn. Und das verändert. Es geht darum, dass wir das in uns gelegte Leuchten auch nach außen scheinen lassen. Ja, durch Schalen hindurch, die uns vor manchen Enttäuschungen schützen. Durch Schalen hindurch, die Schweres für uns ertragbar machen. Durch Schalen hindurch, die uns helfen, Vertrauen zu finden im Neuen und etwas Unvertrautes zu entdecken. Daran erinnert uns dieses große, zu erwartende Geschenk. Ein Geschenk, was alles verändert. Tina Wilms fasst dazu zusammen. Guter Gott, manchmal bist du ganz in der Nähe, doch ich spüre dich nicht. Manchmal gebe es Gründe zur Freude, doch ich sehe dich nicht. Manchmal spricht einer stärkende Worte, doch ich höre sie nicht. Manchmal reicht mir jemand eine Hand, doch ich nehme sie nicht. Schenke mir offene Sinne für Momente, in denen der Himmel zur Erde kommt. Ein Blümlein brach mit.
Trost für uns. Freut euch, der Herr ist nahe, Nachricht für uns alle. An alle Aufgeregten mit stets zu hohem Puls, kommt zur Ruhe. An alle Schritt- und Kalorienzähler, schaut, wohin euch euer Weg führt. An alle Lauten, ihr dürft mal eben still werden. An alle Ängstlichen, habt Mut zum Mutigsein. An alle Macher, ihr könnt jetzt mal die Hände stillhalten. An alle Frierenden, ihr dürft endlich euren Schutzmantel ablegen. An alle Zurückhaltenden, meldet euch zu Wort. An alle Krachmacher, hört mal auf die leisen Töne. Freut euch, Post für uns alle. Der Herr ist nahe. Wir sollten ihn nicht verpassen, keine Ausreden finden. Was ist das für ein Befehl? Freut euch zum Donnerwetter, freut euch, denn der Herr ist schon mitten unter uns. Ich freue mich. Dazu sagen, was uns in den nächsten Tagen erwarten wird. Als Kirchengemeinde haben wir viele, viele Stunden daran investiert, eine Corona-konforme Christvesper zu planen, zu organisieren. Mit vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen haben wir versucht, ein Konzept zu entwickeln, was es möglich macht, Christvesper zu feiern, gemeinsam. Durch das anhaltende Infektionsgeschehen wollen wir als Kirchengemeinde aber auch ein Bestandteil davon sein, dass die Zahlen sich verringern. Bis zum 10. Januar 2021 haben wir alle Präsenzveranstaltungen ausgesetzt. Wir wollen neue Wege gehen. Das heißt aber nicht, dass wir den Heiligen Abend, Weihnachten, die Weihnachtsfeste auch ausfallen lassen müssen. Weihnachten findet auch bei uns zu Hause statt. Und wir wollen euch damit begleiten. Wir als Kirchengemeinde laden euch ein, mit uns gemeinsam zu singen. An euren Fenstern, mit gutem Sicherheitsabstand, wollen wir um 17 Uhr Stille Nacht, Heilige Nacht singen und um 17.30 Uhr auf die Glocken unserer Kirche hören. Um 17.45 Uhr können wir zusammen die digitale Christvesper schauen. Wir sind verbunden im Herzen und nehmen unsere Nächste, unseren Nächsten in den Blick und bleiben zu Hause. Hier auf der Seite seht ihr, was wir alles so an Veranstaltungen geplant haben, die in den digitalen Räumen stattfindet. Und
In der Videobeschreibung gibt es auch einen Link dazu, damit ihr die Bilder euch runterladen könnt und verbreiten könnt, sodass wir viele werden, die gemeinsam auf dem Fernseher, an dem PC, am iPad sitzen und gemeinsam die Vesper zusammen feiern können. Denn auch wenn wir in Entfernung voneinander sind, können wir das Fest feiern, was uns so am Herzen liegt. Die Geburt von Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr, die vielen kleinen und großen Lichter in dieser Zeit verstärken in mir die Sehnsucht nach dem, was mein Leben hell macht. Die vielen guten Wünsche in dieser Zeit verstärken in mir die Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander in dieser Welt. Du Gott bist das Licht, das nicht vergeht. Du schenkst Gemeinschaft und Frieden, der hält. Ich sehne mich nach dir. Herr, komm uns entgegen. Amen. Am ersten Advent wollten wir eigentlich auf dem Sportplatz stehen und gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder singen. Das wollten wir tun als Ersatz für unser adventliches Treiben, das wir als Kirchengemeinde seit Jahren mit Unterstützung der Stadt Lage ausrichten. Eine Art Weihnachtsmarkt, der uns jedes Jahr aufs Neue zusammenbringt. In diesem digitalen Format möchte ich gerne auch jemanden aus diesem Kontext Stadt zu Wort kommen lassen. Und so schließe ich dieses digitale Format mit einem Wort aus unserer Mitte für uns alle, mit den Worten von Bürgermeister Holger Anders. Wünsche euch einen gesegneten vierten Adventssonntag, kommt gut in die neue Woche und schaltet am 24.12. gerne um 17:45 Uhr wieder hier auf unserem Kanal ein. Bleibt behütet und eine gesegnete Woche. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Jahr, verbunden mit vielen Entbehrungen, gerade im sozialen Miteinander, neigt sich dem Ende entgegen. Sicher vermissen Sie, ebenso wie ich, die persönlichen Kontakte zu Bekannten und Verwandten oder auch die Gratulation zu Geburtstagen und Jubiläen liebgewonnener Menschen. Aber in diesem Jahr haben wir es auch verstanden, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf Familie, Zusammenhalt und Gesundheit. Nun ist Adventszeit. Die Zeit, in der Ruhe im Vordergrund steht, die jedoch durch Besinnlichkeit und nicht durch eine Verordnung einkehren sollte. Halten Sie inne und schauen mal genauer hin auf die Rose, die dem Winter trotzt, auf die vielen Lichter in den Fenstern und Straßen, auf die freundlichen Nachbarn. Beim Anblick unseres schönen Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz und die geschmückten Lagerstraßenlaternen kommt auch bei mir Weihnachtsstimmung auf. Ich wünsche Ihnen allen friedvolle Feiertage im engen Kreise Ihrer Familie und einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Vor allem bleiben Sie gesund. Und ich träum davon schon lange, lange Zeit.